Hallo Ökostromfreunde, hallo YouTube, mein Name ist Tom Thompson und herzlich willkommen hier zur lustigen Truppe aus Björnheim, heute gemeinsam mit dem Gibbon. Hallöchen. Ja, natürlich darf der Fabio auch nicht fehlen. Hallo. Der Kevin ist auch mit dabei. Juhu. Und nicht ganz auf der Spitze des Biostroms steht der Tim. Hallo. Ja, grüßt euch. Ja, letzte Folge, immer noch derselbe Tag bei uns. Wir sind heute mal schön alle wieder mal zu Hause. Ne, der Fabio war fleißig, hat jeden von uns sein Fahrzeug vors Haus gestellt. Und wir schwitzen eiskalt mal so durch. Es gibt nämlich jede Menge immer noch zu tun. Die Maisernte geht weiter. Ich fahre mit dem Auto. Du fährst mit dem Auto, genau. Konvoi. Warte, gibt's eine Vorfahrt? Voikon. Ich will rechts. Du fährst hier in Australien, ne? Nee, du fährst hier nicht in Australien. Ich fahr einfach mitten durch die Wiese. Ja, ganz normal, du. Gibbon? Es ist fast wie Australien. Finanzminister Gibbon, ich hätte eine Frage, ob ich vielleicht nochmal Geld in die Hand nehmen dürfte für einen Mähdrescher. Einen Mähdrescher? Einen weiteren Mähdrescher? Einen weiteren Mähdrescher? Stück? Wir hätten dann drei Stück. Ja, weil so viel fertig ist. Und ja, warum nicht? Wir sind ja 5 Mann, warum nicht? Ja, dann kauf doch. Darf wie viel Kohle haben wir eigentlich? Jetzt mal fragen hier. 6,1 Millionen aktuell. 6,1 Millionen. Dann aber nur einen Drescher? Ja, nur einer. Alles andere wäre übertrieben. Wie bitte? Was ist der Drescher nochmal? Ich guck mal nach. 400 und, glaube ich. 3,50 Euro werden es nicht sein. Erntemaschinen. New Holland, der TC90 ist das nicht. Wir gehen natürlich wieder zu einer ganz großen. Was haben wir denn hier für Mähdrescher? Wie viel Fassungsvermögen? Wie viel hat eure New 14. Holland? 15.000 irgendwas, oder? Also nicht, ich bin noch nicht auf der Arbeitsstelle. Ich auch noch nicht. 14.5 hat eure. Oder gut, so, ja. Gut, wir hätten einen Bostelmesh, keine Ahnung. Ich pack da noch fachgerecht auf dem Dach mit 12.000 Litern für 342.000. Einfach mal eine neue Marke mit reinnehmen. Oh, ja, ich würde sagen, wir nehmen den für 300 uns, weil der große New Holland kostet 430.000. Läuft. Okay. Darf ich den gleichen wie viel Steuern? Aventador kaufen? Steuern, sind die Steuern schon draufgezahlt? Die Steuern 880 am Tag für den Dostelmesh. Ich weiß, wie die Firma heißt. Und nee, auf die Steuern, auf den Barkauf hier von dem Drescher. Und 980 für New Holland. Egal. Sag einfach ja. Du sagst ja, gut. Dann wie teuer ist das Gebiss? Nee, sag du einfach ja wegen Steuern auf dem Barkauf von dem Drescher. Das meinte ich. Verstehst du? Alles nicht. Du kaufst ja jetzt. Das sind alles Inklu-Preise. Ach so. Alles Inklu. Okay. Ja, ja. Okay. Also nehmen wir den aber dann bitte niedrigste Ausstattung, ja. Weil so viel Geld möchte ich nicht. Ja, ohne Sitzheizung, alles klar. Ohne Kabine. Keine Sitzheizung? Okay, ich fahre New Holland. Passend zu PS 900. Ich gucke erstmal, was das Gebiss kostet. Ja, vor allem, wie breit es ist. Oh ja, stimmt. Müssen auf jeden Fall sparen, weil so langsam geht's Geld aus. Weil ich möchte auf jeden Fall bei den 12 Metern halt nicht bleiben, weil das ist eigentlich ganz gut 9 so. Meter wäre dann das Gebiss. Also dann doch den großen und 12 Meter. Ja, dann lieber groß, weil er fasst dann auch ein bisschen mehr, hat dann größeres Ding und das passt einfach besser. Alles klar. Also, oder haben wir noch einen anderen? Oder ist New Holland der größte? New Holland ist der größte aktuell. Schade. Lässt sich leider nicht vermeiden. Ja, also, na, da kommt noch was mit Fendt und so, gell? Ja, das kommt noch, ja. 13,70 Meter übrigens ist das große Gebiss von New Holland. So, ich bin jetzt endlich angekommen und habe auf dem Dach eingepackt. Was ist denn das? Warte mal. es gibt neue Gebisse von New Holland. Yes, es gab mal so ein DLC mit Gebissen, glaube ich. Richtig. Gibbon, wir sollten alle Gebisse verkaufen. Wir kaufen größere? Ja, es gibt 13,70 Meter. Wir haben aktuell nur 12 Meter. Also, seid ihr unterwegs mit Gebissen? Ich habe nur das für den Mais. Okay. Ich weiß jetzt nicht, wie es da aussieht. Ich glaube, da gibt es auch ein neues. Da gibt es das, was du auch an den Case dranhängen kannst. Das kannst du auch an New Holland dran machen. Ja. Also, wir sollten die Gebisse verkaufen. Ich kaufe jetzt einen Mähdrescher und schon mal ein großes Gebiss. Oder, nee, warte mal, 3 große Gebisse und einen Mähdrescher. Ist das okay? Und wir verkaufen die 2 kleinen Gebisse erstmal. Also nur die Dreschgebisse, die Maisgebisse lassen wir erstmal. Weil ich weiß nicht, was haben wir da als Breite aktuell? Da haben wir auch das zu kleine. Da gibt's noch das andere, das kannst du umfärben, das was eigentlich an den Case dran passt. Das passt aber auch an den anderen dran, glaube ich. Okay. 9 Meter. 9 Meter Maisgebiss. Und also, Capello 12.
Ja, und das Capello ist, glaube ich, zu allem nicht kompatibel. Ja, ich sehe es gerade. Das Capello, 12 Meter. Nee, das passt nicht das dran. Das passt ja nicht an unsere Mähdrescher. Also wir bleiben bei 9 dann in dem Fall. Also das Maisgebiss bleibt unverändert, nur das normale Gebiss ist größer geworden. Obwohl hier ist ein... Ne? 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 Unverändert. Unverändert. Gut, dann kaufen wir jetzt einfach... Warte mal. Ich sehe aber, wir haben bereits 13,70 Meter. Vergiss es, was ich sage. Wir haben bereits 13,70 Meter. Weil ich sehe ja, sie besitzen zwei. Also, alles bleibt, wie es ist. Ich fahre wieder zurück. Alles bleibt, wie es ist, Gibson. mein Hänger ist gleich voll. Das bleibt ich auch, holen. Das bleibt, wie es ist. Okay. Bin schon drin. Und wenn der fest wächst. Apropos, es bleibt, wie es ist. Ich glaube, es bleibt auch so, dass der Gibbon noch ein paar Fragen hat. Ja, das bleibt auch so. Das wird wahrscheinlich auch immer so bleiben. Ich habe mir die Frage schon rausgesucht. Die Frage kommt von meiner 5. Oder meiner 5, wie man es ja so immer nimmt. Der hat drei Fragen übrigens. Hallo, mein paar Fragen an die coole LS-Crew. Ja? Danke. Erstens, wie war das Unwetter vom Sonntag, den 29. Mai auf Montag, den 30. Mai bei euch? Das ist jetzt schon ein bisschen lange her. Ich weiß. Okay, scheiße. Kannst du uns da bitte auf die Sprünge helfen? Was ist denn da passiert? Ja, da war irgendwas in München. Ich kann nicht mehr bremsen. War da Sturm? Ich meine, daran kann ich mich jetzt auch nicht dran erinnern, weil die Stürme finde ich immer so, oh, es hat gestürmt. Und dann, ja, rasten wieder alle raus und irgendwie fand ich es dann nie so schlimm, wie es tatsächlich war. Deswegen interessiert mich sowas nie. Aber das war eine Killer-Hagelschauer hier in NRW. Bei Tom in der Nähe ist jetzt irgendwie so eine Unwetterwarnung in Bayern, generell im Süden. Ja, das habe ich gestern schon gesehen. Jetzt regnet halt ein bisschen, aber... Das ist Unwetter, alles klar. Nee, das ist, also, nee. Also ich war jetzt auch sehr viel unterwegs und, mein Gott, es regnet mal mehr, es regnet mal weniger, aber es ist jetzt nicht so, dass da... Es kam viel runter. Habe ich jetzt das kleine Gebiss oder das große gekauft? Ich glaube, ich habe Scheiße... Nee. Im Internet hörst du es so an, als ob die Welt untergeht. Nee. Ja, das meine ich ja. Tut sie nicht. Nee. Deswegen interessiert mich sowas auch nie. Da geht aktuell, ich glaube, ich habe das falsche Gebiss gekauft. Wenn was Straubing in Deutschland abgeht, dann ist es so ein bisschen minderwertig, wenn man vergleicht, was in anderen Ländern abgeht, wenn ein Sturm ist. Ja, also da sind wir noch relativ gut weggekommen. Naja, da würde ich jetzt mal die Welt nicht verrückt machen. Nee, alles gut. Ihr könnt euch nicht mehr dran erinnern. Gerade Tom, du bist jetzt der Einzige, der da in der Nähe wohnt. Ich wüsste gar nicht, was da jetzt war. Ich weiß nicht, war es eine Hagelschaden? Ich meine, wir hatten sogar darüber geredet. Wir hatten uns, glaube ich, irgendwie da... War, glaube ich, sogar noch vor einer LS-Folge. Okay. Ach, das waren die ganzen Überschwemmungen da wahrscheinlich in Bavü. Das kann sein, ja. Die Rache und so. Kommt. Okay. Weiß es jetzt nicht. Ich weiß jetzt auch nicht, wann ich den Screenshot von der Frage gemacht habe. Auf jeden Fall war schon da die Frage einen Monat alt. Oh. Ja. Also, wir haben das Unwetter überstanden, es ist alles okay, demzufolge kann es so schlimm nicht gewesen sein. Vielleicht reden wir hier noch von 2015. Nee, das nicht, definitiv nicht. So alt ist die Frage dann doch nicht, Gott sei Dank. Nee. Das also kann natürlich sein, wir haben auch mal 2 Monate nichts gemacht, weil sie schon so alt ist. Aber selbst dann wüsste ich nicht, welches Unwetter gemeint ist. Ne? Ja, ich meine, da wäre auf jeden Fall was. Gut, kann sich keiner mehr daran erinnern. Jetzt kommen wir zu den Fragen, die ich schon angekündigt habe in den letzten Folgen. Und zwar, zweitens, was haltet ihr vom Heiraten? Würdet ihr selbst machen, wenn ihr den richtigen gefunden hättet? Auch geil, ne? Alles Männliche hier? Egal. Kann doch sein. Ja. Stimmt. Danke. Ja, hatten wir letzte Folge schon. Ich bin null sexuell orientiert. Ja. Würde mal machen, wenn ihr den richtigen gefunden hättet? Wenn ja, / nein, warum? Oder seid ihr eher so Leute, die mit dem Richtigen nur so zusammenleben? Wenn ja, schließlich nein, warum? Ja. Fabio fängt an. Ja. Fabio fängt an. Ja. Du hast die meiste Erfahrung von uns. was war nochmal die Frage? Geht um Heirat. Ach, hör mal auf. Wenn ja, ja. Hör mal auf, ey. Dauert noch ein paar Jahre. Okay. Entdeckst du? Ich lasse euch mal Anlauf nehmen. Ja, okay. Ich glaube, Timmy Boy ist von uns viel zu erzählen. Ist der romantische Typ von uns. Der ist ja schon vorbelastet. Ja.
Ich würde es nicht machen, weil kostet viel Geld und für so ein blödes Papier und diese steuerlichen genau Vorteile. Meine Antwort gleich. Sehe ich das nicht ein, dann lieber in wilder Ehe leben. Hast du dasselbe von? In wilder Außer du Ehe. Brauchst halt wirklich schwarz auf weiß. Ja, das nennt man halt so. Nur okay. Verheiratet. Okay. Gibbon? Also, nee. Wie? Du nicht mehr? Nicht mehr, alles klar. Nee, wenn Frauchen dann auch nicht heiraten. Kostet wenn sie will? Geld. Wie to- Das ja. sind Fragen wieder. Warum ja. hast du das nicht gerade bei Kevin gefragt? Jetzt mal ehrlich. Weil das bei dir mehr Spaß macht. Ja, genau. Gut, Mann. Da würde ich eigentlich von mir aus auch eher sagen, so auf schwarz und weiß. Wie auf schwarz also, und weiß? Gewinne ich im Lotto, ist es mir egal. Ja, da kann es so viel kosten, wie es will. Da kann es auch was Ausgefalleneres sein. Aber dadurch, dass ich wahrscheinlich nie im Lotto gewinnen werde. Aber was hat das mit den Kosten zu tun? Das geht mir jetzt gerade nicht in Schädel nee. Rein. Ich bin halt nicht so der Typ, der für sowas Geld ausgibt. Zu teuer wird. Ich bin selbst ein Typ, der keinen Bock hat, einer Freundin was zu Geburtstag zu schenken. Was? Zu schenken, nicht zu schenken. Deswegen will ich also bis jetzt hattest du 5 Groupies. Ich glaube, die sind gerade alle vom Stuhl gefallen. Danke. Echt jetzt? Ja. Nee, selbst bei meiner Mutter und meinem Vater und so, das ist immer so, ich bin auch unkreativ. Das kommt was aber. Was Geschenke und so angeht und so und ja, so. Ich mag das aber nicht, dieses boah. Die Schenken an bestimmten Tagen, nur weil es halt der Tag ist, wo man vor Jahren mal geboren ist. Oh. Geboren wurde, tut es, ja. Geboren wurde, so. Ja, das ist, weiß ich nicht. Oh, Gibbon. Vielleicht anders. Oh, Gibbon. Keine Ahnung. Gibbon braucht eine Freundin. Der muss es mal irgendwie einfach mal durchkauen den ganzen Jahr. Klammer. Heiraten kostet zu viel Geld, da gibt es andere Sachen. Ach, zum Quatsch, Beispiel. Das kostet kein Geld. Was Autos. Kostet denn daran Geld? Autos zum Beispiel. Gibbon, was kostet an der Hochzeit Geld? Da kann ich lieber das Geld da reinstecken. Nix. Doch. Quatsch. Was ist an der Hochzeit teuer? Wir sprechen uns in 10 Jahren mal wieder, wenn der Gibbon verheiratet ist, der Kinder hat. Ja. Ja, mit Sicherheit. Tim, jetzt sag mal, komm, du bist der Erwachsene. Tut ihr mir als DVD also in den Saal. Ich kann jetzt mal gerade so das mit den Kosten so ein bisschen. Sehr gut. Da hat sich nämlich jemand informiert hier, ne? Nee, ich habe mich nicht informiert. Ich bin ja verheiratet. Ich muss ja wissen, was das gekostet hat. Also ich sag jetzt mal so, du kannst halt verschiedenst planen, was du für die Hochzeit ausgeben willst. Das ist ja im Endeffekt so. Ich muss jetzt mal ein bisschen weiter ausholen. Meine Frau und ich, wir sind jetzt dieses Jahr 9 Jahre zusammen. Wir haben vor 3 Jahren geheiratet und bereut haben wir den Schritt bisher nicht. Im Gegenteil, also ja, ich sag jetzt mal, es ging jetzt nicht darum, irgendwas schwarz auf weiß zu haben, sondern wir haben halt einfach gesagt, ja, wir wollen den Schritt gehen und das muss man sich halt im Voraus überlegen und man halt auch überlegen, wie willst du heiraten? Also ich sag jetzt mal, wir hatten jetzt schon ein paar Beispiele. Ich hatte halt in meinem Bekanntenkreis ein paar Beispiele, wo ich sage, so wollte ich nicht heiraten, hätte ich keinen Bock drauf gehabt, weil dann brauche ich es auch gar nicht zu machen, weil das war halt wirklich, ich sage jetzt mal etwas überschaubar. Okay. Ja. Also wir haben halt jetzt schon mit, ich glaube, wie viele Leute waren es? Ich glaube, es waren am Ende 60 Leute, die wir da beisammen hatten. Es hängt halt damit zusammen, muss sagen, meine Frau und ich, wir sind beide Scheidungskinder. Mhm. Wir haben uns trotzdem dazu entschieden zu heiraten, weil wir halt einfach gesagt haben, ja, wir wollen das machen. Ja, auch auf die Gefahr hin, dass es vielleicht irgendwann mal auseinandergehen könnte. Aber gut, im Endeffekt, man muss am Ende dann halt sehen, wenn es auseinandergeht, dass man es halt irgendwie so regelt, dass man halt sagen kann, es passt nicht mehr. Ja. Und dann halt auch einfach sagen, hier komm, das hat so keinen Sinn mehr. Ja, und dass man sich halt auch irgendwie dann so einigen kann, dass man sich danach immer noch ins Gesicht schauen kann. Das muss nicht irgendwie in einem Rosenkrieg oder sonst was irgendwie ausarten. Ja. Also, ja. Mhm. Kostenmäßig muss ich jetzt sagen, war es schon teuer. Siehste? Aber. Siehste? Weil wir sonst was geholt haben oder mit einer Stretch-Limo irgendwo vorgefahren sind. Ja, das bräuchte ich zum Beispiel wieder. Das Auto, wo man sich chauffiert wäre. Sonst lohnt sich das doch nicht. Also, weißt wir haben zum Beispiel auch andere Sachen Wert gelegt. Und zwar, was bei uns teuer war, war im Endeffekt die Hochzeitsreise. Ich hatte also
Ja, ich würde mal schätzen, knapp unter einem Viertel der Hochzeitskosten gelegen. Was teuer war, waren die Ringe. Ja. Darf man nicht vergessen. Sowas kostet halt ein bisschen Geld. Ja, aber es hängt halt auch immer damit zusammen, was du halt haben willst. Wenn du halt sagst, ja, aber das ist halt es ja. Wenn ich was Ring schenke, lass uns mal ausreden. Du bist dich dran und wenn du halt sagst, nee, ich will jetzt einen Echtgoldring haben, dann wird das halt teurer. Wir haben jetzt welche, die sind aus, jetzt muss ich gerade überlegen, Silber und Weißgold. Ja. Die haben halt ein bisschen mehr gekostet. Dafür sehen die halt auch gut aus. Ja. Wenn du jetzt einen Echtgoldring nimmst, hast du zum Beispiel das Problem, da ist das Material weich, hast du nachher saumäßig viele Kratzer drauf und ja, musst du halt gucken. Die hatten uns auch welche aus Stahl angeboten, dann wären wir halt super günstig dran gekommen, die sahen aber auch kacke aus. Alufolie? Ja, okay, also das stelle ich mir jetzt auch gerade vor. Ja, als wenn du jetzt halt irgendwas aus Edelstahl nimmst, sicher, das rostet auch nicht, ja, aber es sieht halt teilweise, je nachdem wie das halt gemacht ist, sieht es halt blöd aus. Ja. Und kannst du auch. Titan haben sie uns auch anbieten wollen. Das kostet halt auch. Ja. Was halt wirklich auch noch ein bisschen Kostenpunkt war, war dann halt nachher die Feier. Weil ja, du willst ja auch was Gutes essen. Wir hatten halt in einem kleineren Hotel, was bei uns hier in der Ecke ist, gefeiert. Es war auch alles sehr schön. Ich habe von meiner Schwester mehrfach gesagt bekommen, dass das eine der besten Hochzeiten gewesen ist, wo sie bisher gewesen ist. Ja, die hat ja Erfahrung schon damit, oder wie? Lädt die sich immer selber ein, oder? Meine Schwester hat die Negativhochzeit hingelegt, aber das ist eine andere Geschichte. Das darfst du dann gerne mal vielleicht in den Kommentaren irgendwann mal verewigen, oder wie auch immer. ja, ich hoffe, ihr macht es jetzt nichts aus, dass ich das jetzt erzählt habe. Im Endeffekt ist es halt so, sie hat es mir letztens nochmal beim Telefonat gesagt, dass unsere Hochzeit halt wirklich eine der schönsten gewesen ist, die sie in ihrem Leben so gesehen hat und das hat uns dann halt auch wiederum ganz gut gefallen, sag ich jetzt mal. Sowas dann halt auch mal zu hören. Also spricht zumindest dafür, dass wir alles richtig gemacht haben. Sehr gut. Ja. Aber am Ende muss es ja euch gefallen und nicht den Gästen. Ne? Ich meine, wenn ihr happy seid und die Gäste sagen, die Bratwurst, die war kalt, dann könnt ihr sagen, mein Gott, sei froh, dass du überhaupt eine Wurst zwischen Kiemen bekommen hast. Ja, also man muss halt auch dazu sagen, wir wollten uns dann da nicht wirklich einen großen Stress antun. Mhm. Heißt, wir haben zum Beispiel standesamtlich auf einen Samstag geheiratet. Dann eine Woche quasi Luft dazwischen und dann kirchlich geheiratet. Und nach dem Standesamt haben wir halt dann abends einfach einen Polterabend noch gemacht. Okay. War überschaubar von den Kosten her, muss ich echt sagen. Da war mein 30. Geburtstag teurer. Also es muss nicht alles teuer sein, du musst nur die richtige Location haben. Bei uns hier das Dorfgemeinschaftshaus hat halt, sage ich jetzt mal, einen sehr, sehr geilen Preis für einen schmalen Fuß gemacht. Mhm. Ja? Ich glaube, ich habe für die Getränke an dem Abend 150 Euro bezahlt. Das ist gar nichts. Das ist echt nichts dafür, dass die ganzen Nachbarn und so weiter da waren. Ja, und es ist richtig viel getrunken worden. Also es ist nicht so, dass wir da wenig zu trinken stehen hatten. Ja, also mein Geburtstag war, wie gesagt, deutlich teurer. Was halt auch cool war, war, dass zum Beispiel der Samba-Verein, dem ich damals mitgespielt habe, an unserer Feier nach der kirchlichen abends bei uns einfach mal in den Saal gestürmt hat und hat da erstmal drei Titel da aufs Parkett gezaubert. Das war auch sehr geil. Ja, also es hat tierisch Spaß gemacht und wie gesagt, ja, es war einfach rundum ein geiler Tag und man muss es halt so mal erlebt haben, wie gesagt, man muss sich halt auch so ein bisschen, man muss erstens der Typ dafür sein, ich habe halt damals auch gesagt, heiraten will ich nicht unbedingt, aber wenn du die richtige Person hast, warum nicht? Sieht anders aus, ja. Ja, und das ist halt das, worüber man sich im Klaren sein muss. Also mit den ganzen Mädels, mit denen ich vorher zusammen gewesen bin, hätte ich mir es nicht so vorstellen können. Genau, ich wollte mich auch gerade mal so einwerfen, ja, woher weiß ich, dass es die richtige ist? Wenn du dich das fragst, ist es sie nicht. Also, ich kann dazu sagen, ich wohne jetzt mit meiner Frau seit auch knapp 9 Jahren zusammen. Wir sind direkt nach 1-2 Monaten zusammengezogen, weil sie damals bei ihren Eltern raus wollte. Oder bei ihrer Mutter damals hat sie gewohnt. Und wir haben halt einfach gesagt, naja, wir nehmen uns eine Wohnung zusammen, probieren mal aus, ob es funktioniert. Und es hat funktioniert. Ja, klar, man muss es ja ausprobieren. Ich meine, woher sollst du es wissen, wenn du es nicht probierst? Genau. Ganz einfach, ja. Manchmal ist es halt, du musst über deinen Schatten springen und einfach auch manchmal ein Risiko eingehen. Im schlimmsten Fall fliegst du aufs Maul, aber wenn du es nicht probierst, wirst du es nie erfahren, wie es ist. So schaut's aus. So, Gibbon, ne? In your face. Immer noch gleiche Meinung. Deine Meinung hier noch.
Ja, deine Meinung fehlt noch, Tom. Meine Meinung? Oh mein Gott. Ich meine, ich bin so im tiefsten Herzen, weiß nicht, ich bin da sehr, sehr alt eingestellt. Also klar, also ich wünsche mir schon, irgendwann, wenn die Richtige vor mir steht, dann sage ich hier, du bist jetzt fällig. Ja, du kriegst jetzt so einen Klunker an der Hand und dann geht der Fisch ab hier. Nee, also ich hab da schon Bock drauf, klar. Aber ich würde halt, also ich bin auch Scheidungskind, ja, also ich habe den Spaß auch schon mit durch. Das schreckt mich aber nicht ab, weil man weiß halt auch, man hat halt so seine Erfahrung gesammelt und man weiß, was man anders machen würde als seine Eltern oder andere Leute oder sonst wer. Ja. Und nur weil das bei anderen in die Brüche geht, heißt das ja nicht, dass es bei dir in die Brüche geht. Wenn du da gleich so rangehst, dann wird das sowieso nichts. Nee, aber ich hätte da schon, also so Lust drauf, das auf jeden Fall, klar. Also jetzt nicht wegen, ich meine, Kosten und sowas, das schreckt mich nicht ab. Also ich glaube, wenn ich danach gehen würde, da dürfte ich ja nie irgendwas, da dürfte man ja nie Geschenke oder sonst was kaufen. Dürfte man sich auch keine teuren Autos kaufen. Ja, die verlieren ja nur am Wert, die gewinnen ja nicht. Also du stellst das Auto 200 Jahre in irgendwie eine Truhe rein und hoffst, dass dann voll getankt, weil dann gibt es ja gar kein Erdöl mehr, ne? Aber ja. Ja, also ans Geld würde ich das Ganze halt nicht fix machen, weil das sind alles einmalige Ausgaben. Ringe kaufst du einmal, die Party machst du einmal, die Hochzeitsreise machst du alle 10 Jahre immer wieder. Ja. Nicht unbedingt, also. Ja, aber ich meine so eine zweite Flitterwoche oder so. Ja, wir fahren ja auch nur alle 2 Jahre mal in Urlaub, also hat sich jetzt bei uns so zumindest eingependelt. Ja, aber. Also Geld oder sowas, weiß ich, da mache ich mir auch keinen Kopf drum. Weil wenn es die richtige ist, dann macht man da auch irgendwie einen Deckel drauf und fertig ist. Einfach weil es was Gutes ist, weil es was Schönes ist und weil es einfach diesen Zusammenhang, diese Gemeinschaft nochmal unterstreicht. Und wenn es halt nicht passt, was weiß ich, dann geht man den Schritt halt nicht. Das entscheidet man halt gemeinsam, weißt du, das kann man nicht so festlegen. Oder? Ja. Ja, 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 genau. Genau, so würde ich das Ganze zusammenfassen, ja. Also ich hätte da überhaupt nichts dagegen. Nö. Nö, hätte ich nicht. Bitte nächste Frage, ich will von dem Thema weg. Kevin war noch nicht richtig. Doch, ich war am Anfang direkt. Ja klar, ja, Kevin hat gleich gesagt, Fabio muss noch warten. Jetzt nochmal zum Thema hier schenken oder kaufen oder so. Ja. Genau, einer der, wenn kaufen, dann richtig. Wenn es um Ringe geht, dann schon richtig. Ja, siehst du. Wenn es um Party geht, dann schon richtig. Dann ja, kostet genau. Halt. Ja, wenn es um Chauffieren geht, dann auch richtig. Und ich habe keinen Bock irgendwie so... Smart. Irgendwie aneinander... Naja, sehr witzig. Ja, gib mal, jetzt mal eine Frage. Was schätzt du denn, wie teuer das ungefähr bei mir gewesen? Ach, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall mehrere Tausend bestimmt. Ja, das auf jeden Fall. Ja, mit Ringen und Hochzeitsreise so 13, 14. Ja, würde ich auch so schätzen. Oder mehr. Keine Ahnung, wie viel das alles kostet. Aber sagen, ist zu teuer. Ja. Ich bin einer. Siehst du? Also ich denke mal, so 15.000 wirst du schon auf den Tisch legen müssen. Und an einer Person zu binden und irgendwie... Gewonnen! Nee. Jetzt ist der letzte Gruppi gerade vom Stuhl gefallen. Ja. Nee. Ja, ich bin einfach, wie Tim gesagt hat, man muss dafür der Typ sein. Bin ich. Ja. Fertig. Na gut. Du musst dich überhaupt mal an irgendeine Person binden, gibt's einen außer an mich. Nee, lass mal. Gib ihr halt einfach nur ein bisschen Angst. Das müssen wir ihr noch ausprügeln. Einfach Bock. Ja, das kommt auch irgendwie. Ja, das ändern wir diesen Herbst. Nee. Das mit Sicherheit. Dann darfst du die Ferien spielen, mein Kleines. Das kriegst du im Leben nicht hin. Ach, wenn ihr bei Horizon 3 ein hübsches Mädel über den Weg fährt. Ja. In einem Mercedes. Ja. Überfährt. Dann fahre ich einfach weiter, weil dann habe ich ja den Benz. Nee, du hast doch keinen. Du fährst noch mit dem allerersten Smart rum und dann kommt sie dir entgegen. Die gibt's ja in Horizon 2 nicht. Ja, dann muss ich sparen. Dann kann ich die ja nicht heiraten oder so. Dann fahre ich als Smart, dann muss ich sparen. Warum? Sie hat doch schon einen Mercedes. Dann fahre ich was anderes. Ah, die macht ja direkt einen richtig guten Eindruck auf dich. Dann so, hat sie den ja. Dann hat sie den ja. Dann habe ich gesagt, ja, oh mein Gott, Gebonius. Mein Traumprinz. Ja, lass uns zusammen. Willst du an einem Stern spielen? Ja. Genau, dann will ich an einem Stern spielen, aber nicht an was anderes. Oh, gewonnen. Gut, ich glaube, jetzt hast du schon... Gruppi-Zähler minus 1. Ja. Nächstes Thema. Ja, komm. Nee, ich bin da neugierig, was Tim, wenn er es verraten möchte, weil mich würde das auch mal interessieren. Also ihr habt schon nicht schlecht gelegen. So 15.000, oder? So Pi mal Daumen. Drunter. Drunter? 12, 13, 14? Ja, so umgedreht. Ja.
Ja. Aber da ist alles drin. Da ist die Feier drin, da ist kirchliche. Da war alles raus mit drin. Da ist die Frau mit also, drin da sogar. War auch, da war auch dann der DJ und abends alles so mit drin. Auch Hochzeitskleid. Hochzeitskleid war auch mit drin. Das hat aber meine Frau dann selber gekauft. Also, okay. Wir haben das ja auch einigermaßen aufgeteilt. Also von daher, es ist nicht alles irgendwie auf einem Konto hängen geblieben, sondern wir haben ja auch immer noch getrennte Konten, das muss man dazu sagen. Ist halt einfach so. Haben wir gesagt, wir wollen keins zusammenlegen. Ja. So hat jeder seine eigene Kohle, wir gehen beide arbeiten. Und wir haben dann halt auch gesagt, gut, wir legen für die Feier dann halt zusammen. Der eine zahlt das, der andere zahlt das. Und ja, das war in dem Fall eigentlich die sauberste Lösung. Das Einzige, was wir nicht gezahlt haben, war die Hochzeitstorte. Die haben wir dann spendiert bekommen. Das ist aber auch ein ganz schöner Opulus, das ist nicht wenig. Das sind, also für so eine Hochzeitstorte kann man schon so zwischen 300 und 400 Euro loswerden. Ja. Das kostet halt alles Geld. Mein Gott, geschenkt bekommst du nix. Also das teuerste war wirklich in dem Fall das Hochzeitskleid von meiner Frau. Das hat sie sich dann aber halt auch, wie gesagt, komplett selber gekauft. Okay. Ja, das Einzige, was da, glaube ich, gewesen ist, war, sie hat, glaube ich, da diesen einen Reifrock dafür unten drunter nicht gekauft. Den hat sie von irgendjemandem gebraucht übernommen, irgendwie, glaube ich. Irgendwie so ja, den gibt's ja auch noch. Oder ausgeliehen oder wie auch immer. Weil da muss man dann auch mal gucken und hast du nicht gesehen. Auf jeden Fall war es ein sehr geiler Tag oder zwei geile Tage im Endeffekt. Und danach die Hochzeitsreise war halt auch richtig geil. Schön nach Bremerhaven zu den Containerschiffen, oder? Nö, wir waren auf Corfu. Oh, das ist was Ordentliches. Ja. Das war halt auch super, weil die Dame im Reisebüro hat uns dann da ihre privaten Urlaubsbilder von dem Hotel gezeigt und daraufhin haben wir gesagt, alles klar, da wollen wir hin. Mhm. Ja, das war wirklich schon super. Hast du auch nicht oft, dass du so eine Beratung bekommst? Also die bei uns, die ist da sehr gut gewesen. Die hat auch extra vorher noch bei dem Hotelier angerufen und hat halt gesagt, hier, wenn die da runterkommen, das sind die Flitterwochen, mach da mal was. Ja, sind wir mal angekommen. Schön Rosenblätter im Zimmer, Flasche Shampoos. Mm. Ja, da haben wir uns erstmal schön auf den Balkon gesetzt, erstmal runter aufs Mittelmeer geguckt. Erstmal eine durchgezogen, genau. Also, morgens aufgestanden, schön raus aufs Meer gucken können, also es war richtig geil. Warum seid ihr wieder zurückgekommen? Ja, weil wir nicht lange genug Urlaub hatten. Ja, so ein Scheiß. Siehst du, Gibbon, 15.000. Da bekommst du keinen Benz. Alter! Nee, das ist echt. Ich bin einfach nicht der Typ dafür, sorry, okay. Tim, aber das ist echt. Warte abgeben. Warten wir doch mal ab, falls dir doch irgendwann mal die richtige im Weg läuft. Du, es muss ja. Wie gesagt, sag niemals nie. Ich habe vor ungefähr 8 Jahren genau dasselbe gesagt. Habe ich gesagt, nee, heiraten ist viel zu teuer und hast du nicht gesehen. Nee. Ja. Und im Endeffekt haben wir uns das dann halt mal irgendwann überlegt. Das war dann 2012 und ja. Läuft. 2013 haben wir dann geheiratet. Wir geben einfach noch ein paar Jahre Zeit. Wenn er nicht weg ist, er noch jung. Wenn es so ist, dann keine Ahnung. Wenn nicht, dann einfach diese Folge als DVD in meinen Sarg legen. Gibbon, ich brenne sogar eine Blu-ray, da ist die Qualität besser. Okay? Dankeschön. Ja. Oder USB-Stick oder als Download-Key. Ja, genau. Ich lege dir einen Zettel mit einem YouTube-Link rein. Und falls du doch heiratest, komm am Polterabend vorbei. Und zerhauen dir und alle bringen dir das Ding mit. Ja. Ja. Nächste Frage vom gleichen. Oh. Noch was Romantisches? Ja, nix halten. Sag ich direkt auch nein. Wie sieht es bei euch mit dem Wunsch nach Kindern aus? Habe ich glaube ich schon mal erwähnt, kam glaube ich schon mal ungefähr die Frage. War glaube ich auch schon so ein bisschen so von wegen mit 16 Kindern bekommen und so. Bei dem Thema war das schon so. Konnte man wahrscheinlich schon raus sein. Bei mir. Nein. Keine Kinder. Okay. Fabio? Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mit Kindern nicht umgehen kann. Dafür habe ich nicht nur Neffe. Ja. Könntest du mir allein schon das nicht vorstellen. Mich nervt es allein schon, morgens zu früh geweckt zu werden. Wenn man nicht nur Neffe mich schon viel zu früh teilweise geweckt haben, dann habe ich auch schon mal was rübergeschrien. Das war dann nicht so nett. Also, nein. Wäre nicht besser für Kinder die Kinder. Nicht früh aus dem Bett. Ja, nicht alle. Aber irgendwann nerven auch mal Kinder.
Ja, das ist, bringt so ein Alter mit sich. Mit dem Alter wirst du ruhiger, Gibby. Ich bin auch schon ruhig. Die Kinder auch. Und die Kinder, die werden auch ruhiger. Ja. Und ja, irgendwann ziehen sie Jahren aus, dann hast du wieder Ruhe. Nach 18 Minuten. Wenn ich jetzt schon alleine an meinen Nicht- und meinen Neffe denke, boah, ne. Also die als Kinder? Ganz ehrlich, ne. Ich hoffe, die gucken jetzt für dich nicht zu, ne? Ja, die sind sieben und... Ja, die wissen ja das, glaube ich, auch, dass sie nicht willkommen sind beim Gibbon. Nee, das noch nicht mal. Obwohl die eine, die Nichte hier jetzt schon doch zu spüren bekommen. Ja, da werden dann Barbie-Puppen dann abgefackelt nämlich... oder was war das, ne? Boah. Nee, die waren nee, da Lampe aufgehängt. Das wäre das Einzige, was mir Spaß machen würde. Scheiße bauen. Das ist unbedingt der einzige Punkt. Oh mein Gott. Für alle Kinderliebhaber da draußen, sorry, aber nur. Ja, deswegen, ne, wir haben halt verschiedene Ansichten hier. Fabio? Ja, ich bin auch da. Ja, Kinder? Läuft da schon was, oder? Keine Ahnung, ich kann da jetzt noch nicht viel zu sagen, ne? Mein Gott, du bist jetzt in dem Alter, wo man sich schon mal Gedanken machen muss über das Thema. Was denn, es gibt ja manche, die sind mit 14 schon Vater geworden. Schweigen. Ja, es gibt da welche. Ja. Fabio ist aber nicht der, der mit 14 Kindern bekommt. Ja, aber gut. Ist auch gut so. Dann reden wir mit dem Fabio im LS21 nochmal drüber. Ich würde sagen, ja, aber nein. Ja, aber nein, okay. Gut? Okay. LS21, warte mal, das ist ja dann alle zwei Jahre? Nee, jedes Jahr kommt, ne? In vier jedes Jahren Jahr. Gibt's ihn. Jedes Jahr, aber Jahre. Immer die Mobile-Version dazwischen. Und 19 tatsächlich 4 Jahre, okay. 4 Jahre, dann bist du? Okay. Finde ich immer noch zu früh. Tim? Da bin ich. Ja? Kannst du mir einen Push geben? Ich hänge mit meinem Schneidwerk im Zaun. Ja, Moment. Danke. Ich zieh die Bank gerade noch durch. Ja, zieh die Bank durch. Ich steig dabei aus, dass die Zuschauer nicht belästigt werden mit dem ganzen Kram. Okay. Kevin? Zur Zeit nicht unbedingt, aber mit der richtigen könnte ich es mir vorstellen. Sehr gut. Ich bin neugierig. Aber keine Tochter, wenn dann Sohn. Ja, das kannst du ja nicht raussuchen. Oder ist es, wenn du vom Schrank springst, wird es ein Sohn, ne? Ja, genau. Okay. Anlauf statt Gleitcreme. Genau, ja. Oh mein Gott, da fallen mir so blöde Sprüche gerade ein. Aber das ist alles nicht jugendfrei. Ja. 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 Ich lasse den Tim mal wieder zum Schluss, ne? Weil der ist unser Musterbeispiel an Familienplanung hier. Der hat uns allen was voraus. Ja, du? Warum nicht? Mein Gott, du bist verheiratet und so und du hast alles schon. Der nächste Schritt wird dieser sein, also. Jo. Ja, das wird halt irgendwann passieren. Haustier. Ja, vielleicht. Zum Üben. Genau, zum Üben. Wenn das Haustier schon scheiße ist, dann brauchst du kein Kind in die Welt setzen. Wo hängst du denn da hin? Hängst du auf dem Hausdach? Nee, ich hänge mit dem Gebiss im Zaun fest. Einfach nur. Oh, super. Ja, einfach warte, nur so von der Seite mal. Ich werf mal gerade mein Gebiss weg und nimm mal Anlauf. Ja, ramm mich weg. Ramm mich. Also bei mir ist es so, Kinder, mittlerweile, da hat sich die Einstellung auch komplett geändert. Ja, lieben gern eigentlich mittlerweile schon. Also, weiß nicht, das ist irgendwie. Also da hat sich die Einstellung in letzter Zeit extrem geändert. Torschlusspanik. Nee, würde ich nicht mal sagen. Es ist einfach mehr Ruhe da. Weißt du, ich am Anfang. Oh, das ist gut. Oh, der ist super push. Ich danke dir. Nee, also Torschusspanik ist es nicht. Also ich hätte jetzt auch kein Problem damit, wenn es so wäre, dass ich nicht in so eine Situation kommen würde. Dass ich halt Nachkommen oder sowas in der Art hätte. Sowas in der Art vor allem, ne? Lustig. Da geht jetzt für mich auch nicht die Welt unter. Aber so mit der. Weiß ich nicht, ich komme einfach mit kleinen Kindern, glaube ich, ganz gut klar. Das ist ganz komisch, die grinsen mich immer an. Ich mache halt immer einen Spaß an der Kasse, wenn ich einkaufen gehe. Und da ist vor mir halt so eine Mutti mit ihrem Knirps da im Kinder. Die Augen aufreißen. Ja, genau. Und dann, yeah! Genau, und dann, wenn der Knirps mich dann anguckt und dann sagt, Papa! Und dann, nein, das ist nicht dein Papa. Und der Vater, der guckt mich halt so ganz komisch an. Und sagt, ey, ich habe damit echt nichts zu tun. Ja, und das finde ich halt, weiß nicht, ich komme mit kleinen Knirpsen, glaube ich, ganz gut klar. Und ja, das hat sich aber auch in den letzten Jahren geändert. Also ich hätte auch nie gedacht, dass ich da mal überhaupt so denken würde. Ja, Kinder so einen Blödsinn machen und irgendwie hast nur Stress, kostet einen Haufen Geld, ne? Oh, dann das Rumgeschreie die ganze Zeit. Aber ich glaube, so ein Knirps kann dir auch sehr, 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 sehr viel zurückgeben. Geld natürlich, jetzt wenn man bei Gibbons bleiben. Vollgeschissene Windel. Ja. Was sagt eigentlich die Zeit?
Wir haben es 5:10. Wir haben noch ein bisschen Zeit, ja. Ein paar Minütchen haben wir. Ich hatte noch 2 Minuten. Okay. Da, willst du dich dann jetzt verabscheuen in der Ja, Zuge? Ja, also ich habe heute momentan in der Folge sehr, sehr viel gekrubbert. Noch nicht mal die Hälfte von der Bahn. Ja gut, ich fahre im Auto, das fährt 0, irgendwas Kammer. Alter Fabio, was war. Wir haben Geld für Schulung ausgegeben. Was warst du da Kreide holen oder was ist passiert? Also Fabio, müssen wir echt einfach in den Pickup größere Motoren. Ja, alles klar. Also ist nicht Fabios Schuld, ist einfach die Hersteller sind dran schuld, dass die Motoren zu schwach sind. Steht ja auch nicht, dass man das nicht anhängen soll. Nee, das funktioniert schon, aber nur eine halbe Bahn. Aber wir sind doch nicht in Amerika, da muss das doch hier bei uns muss es ja im Björnholm nicht in der Anleitung vom Auto stehen. Aber in Schweden ist es auch nicht so gerade. Die kommen auch auf verrückte Ideen. Oh mein Gott. Fabio, wir haben Gerätschaften für 500.000 teilweise hier rumstehen und du nimmst das billigste Gerät und probierst damit zu grubbern. Es ist nicht das billigste, der eine Traktor ist günstiger. Aber ich glaube, der wäre sogar schneller gewesen als dein Pickup. Ja, nächste Folge mache ich die Bahn fertig und danach nehme ich mal was Größeres, hoffentlich. Ja, wollen wir doch mal hoffen, ne? Gut, ja, dann sind wir, also nee, dann ist der Fabio raus an der Stelle. Dann gutes Nächtle und morgen jo. Viel Spaß in der Schule, ne? Schlaf gut. Jo. Tschö. Tschö. Ciao. Tschö. Ja. So, ich mache diese kleine Futzelsprühe noch mit. Genau. Fabio, was ist denn da los mit dem? Was macht denn der? Mit dem Pickup-Grubbern, Alter. Mit dem Hinterspiel. Ja. Hat so viel dem Gibbon zugeguckt. Nee, Gibbon, der ja. arbeitet wie ein Tier. Vorreiter. Ja, ja. Der hat das aber auch schon mal gemacht. Der hat das auch schon mal gemacht, ja. Und mittlerweile wurde es langweilig. Übrigens, den Raps fahren wir sofort zum Getreidespeicher, weil da noch im Angebot der Raps ist. Okay. Also Nachfrage ist es nicht. Ist nicht im Angebot, ist es eine große Nachfrage. Da. Ja. Mhm. Nee, es hat sich... Das ändert sich immer. Und ich glaube echt, je älter man wird, umso ruhiger oder man hat zumindest mehr Energie für sowas. Man hat da mehr einen Kopf dafür. Glaube ich zumindest. Ich weiß es nicht, mein Gott, ich war noch nie in so einer Situation. Von daher kann ich das. Ist einfach bloß ist einfach nur ein Bauchgefühl. Schweigen. Oder ist es jetzt Pause für Applaus? Ich weiß es nicht. Ja, Pause für Applaus. Gibbon, bist du kotzen gegangen oder bist du noch da? Ich bin auch da, ich alles bin, ihr okay. redet doch. Ja, wir... Was sagt der gerade die ganze Zeit bei Tim unterbrochen hat? Aber lass mich das. Hä? Ja, der ist ja vorhin ins Boot gefallen die ganze Zeit. Da habe ich dann schon reingeblutgrätscht. Ich habe gesagt, gib an! Lass den Tim nochmal ausreden, bitte. Naja, aber ansonsten, ja, Kinderplanung. Sicher in den nächsten Jahren, das steht da bei uns schon was an. Muss man halt mal schauen. Man kann es zumindest ja mal üben und mal gucken, was bei rauskommt. Ne? Ja, man kann es ja auch nicht beeinflussen, wann da was kommt. Ja, kann es natürlich dann dementsprechend aber mehr, aber... ja, prophezeien ja. kannst du es, ja. Ja, willst du mich wieder ärgern. Also ein bisschen. Schon. Ja, also ein bisschen ärgern. Irgendwie. Ja, ja, diese Folge. Ein bisschen kitzeln so. Gille. Ja, geht doch. Haben wir noch ein Rapsfeld hier, was fertig ist, oder? Ich glaube fast nicht. Ich guck mal. Doch, die. Das ergibt es gleich wahrscheinlich schon dran. 23, 24. 24. Ja. Die 23 ist auch fertig. Ist da nicht auch Raps drauf? Das sieht auch verdammt nach Raps aus. Ja, ist alles Raps. Wir haben ja alles Raps gemacht. Wir werden auch wieder Raps drauf. Da hoch. Ja, ich komm da gleich mit. Ich fahr dann bloß auch erstmal die Gerätschaften und so weg. Also hier Traktor und so und Dingens. Ja. Dann leg ich da oben schon mal los. Wollen wir. Ich weiß nicht, Gibi, hast du noch eine Frage? Ach du. Da war, glaube ich, noch einer dabei bei dem. Nee, das waren alle drei. Das war der erste Jahr mit dem Sturm. Das zweite war mit Hochzeit, da hatte ich sehr viel zu sagen. Nicht. dritte war halt mit den Kindern. Also sind wir mit ihm durch. Okay. Aber ich hätte jetzt nochmal eine Scherzfrage. Ja. Die habe ich gerade noch so gefunden. Die will ich jetzt. Muss ich suchen, wartet. Hat eine Scherzfrage? Ja, so eine kleine, nicht ernstzunehmende Frage. Ach so. Wie der eine, der mich angeschrieben hat auf Xbox? Mit Nachricht? Wie ist denn dein Gamertag?
Das ist mal geil. Ja, ach so. Da läuft aber definitiv einiges falsch. Da läuft verdammt viel krumm, ja. Von einem Felix S. Ich denke immer, das wird der Nachname sein. Nicht, deswegen lese ich einfach mal nicht den Nachnamen vor. Hm. Und zwar an euch. Sollte man wegen der Diskriminierung schwarze Haribo einführen, da es ja auch weiße gibt? Ernsthaft geil. Jetzt? Die weißen Haribo sind nicht weiß, die sind durchsichtig. Das muss man an der Stelle sagen. Ja, aber die sind weiß. Also, ist egal. Es gibt auch, Frage cool. Es gibt auch gelbe und rote. Genau, und Lakritz. Siehst du? Nur keine schwarze. Was soll das? Jetzt mal ohne Witz. Was soll das? Es stimmt, man könnte die echt aus Lakritz machen. Das hätte echt Stil. Ja, Lakritz Haribo. Lakritz Gummibärchen. Aber ich habe noch ernstzunehmende Frage, so ist es nicht. Du, über diese Frage kann man, denke ich mal, stundenlang philosophieren. Also, ja, ich wollte es einfach reinstehen. Ich fand's so lustig. So, also Lakritzbärchen hätte ich auch nichts dagegen. Würde ich kopfen. An die Firma Haribo, führt die mal ein. Ja, führt sofort Lakritzbären ein. Ansonsten gibt's aus Maul. Ich hab hier sogar noch eine ganz lange Frage. Oh mein Gott. Ja, aber die kann ich jetzt nicht vorlesen. Also ich gehe mal gut davon aus, da wir uns sowieso aktuell in so einer Situation befinden, wo wir alles mit Gleichstellung und Diskriminierung und wir dürfen ja hier und da, wir dürfen ja gar nichts mehr, wird es vielleicht früher oder später, nachdem man Kinderbücher schon sich vorgenommen hat, dass diese gar korrekte Bilder enthalten? Stimmt, hast du das auch mal irgendwie gelesen? Ja. Irgendwo auf Facebook habe ich damals gesehen. Ja, ganz, dass ganz da welche Autoren, wie ich extra, dass sich da welche beschwert haben oder irgendwelche aus der Politik beschwert haben, dass in dem Buch viel zu viel weiß und dass es halt, keine Ahnung, ja, auch die Namen, die müssen in Kinderbüchern mittlerweile aufpassen, dass der Anteil von Namen, Kindernamen, in den Büchern ausgeglichen ist. Dass es halt nicht den Robert, den Thorsten und den Fabian gibt, sondern es muss auch einen... Ein Ümmet, ein Abdal und ein Lingling geben. Echt jetzt? Ja. Aber auch was Frauen angeht, dass halt in Kinderbüchern, wenn jetzt die Werkstatt dargestellt wird, als Kfz-Mechatroniker, dass halt nur Männer dargestellt wird, normal. Das ist auch wieder falsch. Und dass da halt keine Frauen dargestellt werden. Ja. So, aber so welche Leben wir eigentlich? Leute... Diskutieren die Leute. Die haben einfach... Aber so die haben Leute diskutieren, Leute. Ja, okay. So viel Langeweile, ja. Tim, ich fahr deinen LKW weg und stell ihn dir dann gleich oben hin, okay? Okay. Ich denke mal bei dem... Kinderbücher auf dem Index getan, hier indiziert. Da ist kein Schwarzer drauf. Ja, ja, aber das... Genau, aber das müssen die mittlerweile machen. Und es gibt auch... Ich glaube sogar, da gab es sogar eine Klage gegen irgendeinen Verlag, die dann in so einem Buch nochmal neu auflegen mussten, weil halt auch die Kinder zwar die Namen dann gestimmt haben, aber die waren alle hellhäutig. Und dann musste halt ein Afroamerikaner noch mit rein und dann musste halt noch ein Chinese noch mit rein. In Deutschland, oder? In Deutschland, ja. Ja, ja. In Deutschland, ja. Krasser Shit, Digga. Jetzt ist die Frage, wie sieht das in anderen Ländern aus? Ist das da genauso bescheuert? Wie ist das in Österreich? Weil da weiß ich, dass uns Leute zuschauen. Müssen wir dann da irgendwie, sag ich jetzt mal, einen Helmut oder so einfügen, wenn du in China bist? Ich sag jetzt mal, dass ich jetzt in China einen Maschinenbediener hatte, der Martin hieß, war ja schon echt sehr interessant. Echt jetzt? Ist er geil? Ja. Okay. Wer hieß Martin? Ich bin der Martin, ne? Ja. Ja. Oh. Gib mal, du hast einen Hänger, ne? Chinesen. Gib mal, du peitscht ja schon durch. Ich glaube, ja. Ja. Ist dann noch stehen, ja. Ist ja krass, okay. Ne, also sowas, also da würde ich schon sagen, dass es irgendwann vielleicht auf die Lebensmittelindustrie auch umschwenkt, ne? Und da halt dann auch sagt, ja, warum würde mich nicht wundern, wenn irgendeiner wirklich auf den Trichter kommt, warum gibt es keine afroamerikanischen Gummibärchen? Ich will ein schwarzes Gummibärchen haben. Ja, warum nicht? Jetzt haben wir sogar schon die Lösung präsentiert. Schwarz nicht, braun. Ja. Man muss ja ehrlich sein, also schwarz sind sie nicht, dann wäre das... Ja, schokobraun. Ja. Ja, gibt's eigentlich auch... Das ist ja jetzt nicht negativ gemeint, wer jetzt auch negativ auffällt. Ja. Es ist genauso hier mal zur Auflösung hier... Was heißt zur Auflösung? Wenn ich zum Beispiel mal irgendwann mal Neger sage in der Folge, ist nicht böse gemeint, ist meiner Meinung nach einfach nur eine Beschreibung, wie man halt so welche Personen beschreibt. Das jetzt, darf man aber nicht mehr sagen, gibt man das als pigmentierter Mitbürger. Ja, klar. Maximal pigmentierter. Soll ich jetzt ein Studium extra für machen, nur damit ich das aussprechen kann? Gerade ich. Kennst du mich? Oder farbige, aber nicht Nigger. Ja. Das darf man nicht sagen. Nee, Nigger sagt er ja auch nicht. Ich sag Neger. Sind wir selber wie Nigger? Nee. Aber ganz ehrlich, hält es jetzt echt an so einen Müll? Nur weil da irgendjemand sich mal beleidigt gefühlt hat? Es kommt drüber an, mit was für Leuten man sowas sagt. Zu meinem Chef würde ich zum Beispiel nicht so Sachen reden. Jetzt muss ich da gerade mal was einwerfen. Muss dann jetzt Pulp Fiction nachsynchronisiert werden?
Jo, Digga! Weil da ist ja dann auch teilweise dieser Ausspruch von wegen, ja, du hast dem Nigger den Kopf weggeschlossen. Nein, das wird nicht nachsynchronisiert. Das ist einfach das, so, das ist der Bro-Kodex. Da kann man so reden. Auch wenn zwei Afroamerikaner miteinander reden, sich gegenseitig Nigger nennen, ist das in dem Fall okay. Ich denke, das ist ja auch mehr so, zum Beispiel GTA 5, wie du gerade schon sagtest, mehr so eine Kollegenbezeichnung. Ja. Obwohl, glaube ich, selbst in GTA 5 wird auch mal Neger so interpretiert als Schwarzer. Und theoretisch müsste man da auch sagen, in der deutschen Version, ist beleidigend. Gut, da müsste man natürlich die anderen Beleidigungen auch ausgeben. Also wenn man so hobbylos was das wird, angeht, beim besten Willen, also dann sind da Deutsche ganz schlimm. Oh, ich habe mal überall gefunden. Ja, wie ist das dann, wenn ich jetzt in den Baumarkt gehe und ich hätte gern schwarze Farbe, darf ich dann, ich hätte gern schwarze Farbe noch sagen oder darf ich dann, muss ich sagen, ich hätte gern das Gegenteil von weiß, aber nicht ganz so rassistisch oder? Ich weiß nicht. Dann darfst du auch keine gelben Sterne zu Weihnachten mehr irgendwo hängen. Oh. Ja. Ey Leute, da blickt da keiner mehr durch, was darf ich denn jetzt noch machen? Ja, was haben GTA 5 und Jun gemeinsam? Ich glaube, das sage ich jetzt nicht. Boah, Alter. Ja, wir sind hassen Stern, wir sind verfolgt. Oh, Digga. Das ist böse. Nicht ernst nehmen. Nee. Gib uns jetzt, muss er die Kurve wieder kriegen, ne? Ja, ja. Ja, mein Gott, das sind ja nur Witze, da muss man schon verstehen. Ja, aber die Witze verstehe ich. Menschen, die nehmen das lustig auf und andere finde ich dadurch angepisst. Ja. Ja, die sind dann, weiß ich nicht. Wie war das jetzt hier letztens mit der Monetarisierungsgeschichte von Videos? Das gibt es aktuell in Deutschland noch nicht. Ach so, das gibt's noch nicht. Nee, noch darf der Gibbon uns die Kosten reinspielen, anstatt rauszuspielen, ne? Wenn YouTube dann dem Gibbon seinen Witz gehört hat, dann ist es vorbei. Dann kann ich sagen, Gibbon, ich danke dir aus tiefstem Herzen. Ja. Nee, ach mein Gott, da mache ich mir gar keinen Stempel drum. Also wenn man wirklich so hobbylos ist, weißt du, und auf sowas dann rumreitet, also, dann kann man auch sagen, weißt du was, nimm eine Schaufel, geh in den Sandkasten. Nimm eine bunte Schaufel mit, ne? Nimm nicht nur die weiße oder die schwarze mit, nimm am besten alle mit. Sonst fühlen sich die anderen Schaufeln diskriminiert. Richtig, ja. Also wenn es soweit ist, am besten Willen, dann boah, okay. Nee. Aber in so einer Welt leben wir aktuell, ne? Das ist das Lustige. Das ist das Traurige, nicht das Traurige. Das Schlimme ist eigentlich, dass sich die Leute darüber aufregen, die es eigentlich gar nicht betrifft. Mhm. Ja. Ich glaube jetzt mal, wenn du die Leute fragen würdest, ob das denen egal ist, was in so einem Kinderbuch drin steht, würden die meisten garantiert sagen, das ist mir doch egal, was da drin steht. Und was auch ganz gut ist, man muss halt, ich glaube, da gibt es auch auf YouTube so Videos, wo sie einfach halt Kinder mal so zusammenstecken. Also was ich, so einen kleinen Chinesen und einen kleinen Afroamerikaner und einen kleinen Deutschen und so weiter. Und die haben sich alle gern. Ne? Diese Trennung von Rassen und sonst was, das entsteht erst später in den Köpfen. Ich meine, ein Kind wird nicht geboren mit der Einstellung, ich bin schwarz, ich bin jetzt weniger wert oder so. Da gibt's ein Video, das habt ihr bestimmt schon mal gesehen, wo sie kleinen Kindern Puppen vorsetzen. Also so eine kleine Chinesin und einen kleinen Afroamerikaner setzen sie halt Puppen vor. Also eine schwarze Puppe und eine weiße Puppe. Und dann wird halt nur gefragt, wer ist die gute Puppe? Und warum ist das die gute Puppe? Und da ist immer bei rausgekommen, wirklich immer, dass die Kinder, sei es halt Chinesen oder Afroamerikaner, dass die immer gesagt haben, sie würden gern weiß sein, weil die weiße Farbe mehr wert ist als die schwarze. Wenn sowas in den Kinderkopf drin ist, dann stimmt. Ich muss auch sagen, die weiße Puppe, die ist auch mehr verbreitet. Ich habe noch nie eine schwarze Puppe irgendwo gesehen. Gibt's also ich würde jetzt auch sagen, das ist total ungewöhnlich, jetzt eine schwarze Puppe zu haben. Ich würde, wenn ich Kinder hätte, zum Thema Kinder, ja. Wenn es jetzt ein Mädchen wäre, beispielsweise, so eine Barbie-Puppe, ein Schwarz oder Weiß, ich würde auch eher eine Weiße nehmen. Aber es geht allein um die Tatsache, dass das Kind zwei Puppen vor sich hat und sagt, ich nehme lieber die Weiße, weil die mehr wert ist. Es geht nicht darum, die Wertigkeit, die Puppe ist wertvoller, sie ist schöner. Ja, das ist natürlich wieder andere Sache. Warum ist Michael Jackson weiß geworden? Ja, weil er eine Pigmentstörung hatte. Hat er nicht damals Tabletten dafür genommen? War da nicht mal was? Deswegen sind ja auch alle seine Geschwister noch schwarz in die Nacht. Ja, mein Gott, nur weil einer eine Pigmentstörung hat, heißt ja nicht, dass alle eine Boah, ich hätte fast einen Hänger abgehangen. Nee, alles gut. Man muss dir Gesundheit hier wünschen.
Wenn du mal siehst, so. Ja, das ist so ein Mini-Herzinfarkt, das ist alles noch im grünen Bereich. Das hast du aktuell voll oft, auch im Forza, wenn wir das spielen, so die ganze Zeit. Ja, das sind. Da denke ich immer so, jetzt macht nichts. Die Mama kommt. Nee, die kommt bei mir nicht rein, du, also, da wird irgendwas ganz komisch sein. Nee, aber da sage ich mir, da stimmt so viel aktuell auf diesem Planeten nicht. Also allein, wenn ein Kind sagt, ich würde lieber weiß sein, anstatt schwarz zu sein. Also, das ist hart. Das ist hart. Das, aus dem, das kriegst du halt durch vor Geburt an, das ist ja nicht. Das musst du halt durch Bildung, Fernsehen und. Ja, das kriegst du eingetauscht. Und wenn du halt in Amerika ein Zweijähriges vom Fernseher setzt, dann kriegst du nur Scheiße mit. Ja. Du bist nichts wert, sobald du schwarz bist. Und das kriegst du als Kind eingebrannt, wirklich. Und das kann es ja nicht sein, beim besten Willen. Auf der Plantage. Beim Baumwolle pflücken, oder? Das ist dann genau. Das nächste. Ja, genau. Ja. Ich sehe hier oben wird geerntet, wie verrückt. Noch was. Ja. Mein Vater und ich am Hessen Hauptbahnhof. Ist schon länger her. Da war ich noch ein kleines Kind. Und da waren vor uns, ich glaube, zwei dunkelhäutigere Frauen. Ja. Und da hat tatsächlich mein Vater gesagt, guck mal da die Baumwollpflücker. Boah. Das war dann nicht so gut, die haben sich dann beschwert und dann ging es halt bei der Deutschen Bahn Sicherheit da irgendwo hin. Ich durfte dann draußen stehen. Ja, so ist mein Vater drauf. Ich fand's peinlich. Was fandst du's? Peinlich, aber wieder nicht die Schnauze halten. Ich bin rausgeflogen. Kommst du immer geflogen? Ich auch. Ja, ihr seid alle geflogen. Sorry für Schnauze, aber ist so. Da kannst du mal. Was so ein Spruch für eine Auswirkung im Internet hat. Jetzt wurden wir gerade alle schon gekickt. Jetzt sind wir alle schon draußen. Ne? Ja, aber 50 Minuten. Was, 53? 50. 50. Wollt ihr nochmal nachjoinen oder was machen wir jetzt? Oder machen wir jetzt Schulz? Ne, wir machen Schulz an der Stelle, weil Tim Mo viel raus symbolisiert hat und alles. Ja, das brauchen wir jetzt nicht nochmal. Da können wir ja vielleicht noch drei Sätze zum Ende hin nochmal dazu sagen. Ja, aber das war meine Story mit meinem Vater. Ja, der kann sich nicht zurückhalten. Da fand ich wirklich so peinlich. Man kann ja seine Meinung haben und seine Sprüche, ja. Kann man auch nicht ernst nehmen und auch nicht wieder ernst nehmen, aber weiß ich, dass er das dann direkt hinter den Leuten sagen muss. Ich sag mal ist so, er dann wenn, auch selbst in Schuld. Wenn dein Vater in einem anderen Kontinent leben würde und die Leute würden hinter ihm stehen und sagen, guck dir mal das Weißbrot da an, den hauen wir jetzt einer rein oder so, weißt du? Dann wird er wieder, ich kenne ihn, dann wird er nämlich auch wieder beleidigt sein. Verbindung zum Server verloren. Ich bin jetzt auch gekickt worden. Ich weiß nicht, wann das letzte Mal gespeichert wurde. Okay. Was? Ansonsten müssen wir es halt nochmal machen. Was macht denn er jetzt? Also, ansonsten, wenn du in China bist, wirst du ja auch als Europäer Langnase genannt. Ja. Ja, also von daher. Ist Xbox Live down? Das weiß ich jetzt nicht. Sie müssen eine Xbox Live Gold Mitgliedschaft benutzen. Also ich würde mal behaupten wollen, Xbox Live ist down. Ja, vermutlich. Gut, ja, zumindest Skype hat durchgehalten die letzten Tage. Ne? Das war eigentlich ganz okay. Das kann daran liegen, dass wir tatsächlich jetzt alle die aktuelle Version haben. Weil ich kann mir vorstellen, dass das daran gelegen hatte, tut es. Dass wir alle die aktuelle Vision nicht haben. Weil zwei oder drei von uns hatten die ja nicht. Nee, ich lade jetzt auch anders ein als wie früher. Ja, aber wie willst du auf der Konsole updaten? Ja, das geht ja nicht. Ich lade jetzt auch anders ein. Ich lade immer zuerst einen Kevin ein und dann den Rest. Dann funktioniert's. Okay. Man muss nur wissen, wie. Man muss es nur bedienen. Ne? Und dann funktioniert der Kram auch richtig. Gut, liebe Leute, ich würde mal sagen, wir machen uns jetzt hier. Ich werde das Video mit den Kindern übrigens mal in die Videobeschreibung packen. Wer das vielleicht von euch noch nicht kennt, guckt euch das mal an. Da kommst du echt ins Denken, da kommst du echt ins Grübeln und, Spooky. Gesundheit, Ivan. Jetzt gleich wieder die Konsole, die Kohlensäure raus, sorry. Oh mein Gott. Für die Leute, ich schmeiß immer gern Sachen um mich. Ja. Also, falls man irgendwann mal eine Party ist oder so, man hört bei mir was. Handy. Ne? Genau, ja. Handys sind oft. Nutte. Handykissen, Schuhe, alles, was Richtung Lichtschalter fliegen kann, um das Licht auszumachen. Ne? Ivan, der wirft einfach alles da durchs Zimmer. Gut, und mit den Worten würde ich sagen, wir werfen uns jetzt auch mal hier raus aus der Party. Ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten da draußen. Ich bedanke mich bei den Leuten hier in der Skype-Party, ne, für die immer Teilnahme. Ja, wie immer nochmal der Hinweis, wenn du Fragen haben solltest, lieben gerne in den Kommentaren stellen oder auf Facebook per Nachricht einfach schicken. Wenn es zu privat ist, schick mir eine E-Mail. Alle Links dazu findest du wie gewohnt in der Videobeschreibung. Und dann, ja, euch hier in der Gruppe noch einen schönen Abend, euch da draußen auch noch einen schönen Tag und dann bis zum nächsten Mal, ne? Zum LS fast letzten Mal 15. Geil. Tschüss mit dir. Ciao. Gibbon? Oh, sorry. Ah, oh, ich hab mich gemutet.
Ja. Ja, ich bin gemutet. Sorry. Ja? Ja, tschüss, Lüdi. Okay, gut, jetzt sind wir wirklich alle raus. Bis dann.